In diesem dritten Teil zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihrem Kind den Armzug beibringen. Wir beginnen im Stand. Wir beginnen mit weit nach vorne ausgestreckten Armen. Die Hände werden zunächst schulterbreit nach außen geführt, dann mit abgeknickten Ellenbogen nach hinten. Die Hände kommen im Stehen vor dem Körper wieder zusammen. Idealerweise ändern wir unsere Position und gehen an den Beckenrand, da hier die Arme nicht zu weit nach hinten gedrückt werden können. Die Hände bleiben stets unter Wasser, aber möglichst an der Wasseroberfläche. Nach kurzer Zeit wird der Armzug schon flüssig ausgeführt. Nehmen Sie immer wieder die Hände Ihres Kindes in die Hand, um die Bewegungen zu korrigieren. Wir betonen dann einmal das kräftige Strecken der Arme nach vorne. Nach dem Strecken legen wir eine kurze Pause ein. Danach betonen wir, dass mit den Händen das Wasser auch kräftig nach hinten gedrückt werden soll. Klappt das ganz gut, beginnen wir im Schwimmbecken umherzulaufen und dabei den Armzug weiter einzuüben. Ihr Kind merkt nun, wie der Armzug die Bewegung nach vorne unterstützt. Nun ist es Zeit, die Schwimmflügel anzulegen. Bitten Sie Ihr Kind, sich mit den Beinen vom Boden kräftig abzustoßen und danach drei Armzüge hintereinander auszuführen. Danach stellt sich Ihr Kind wieder hin und beginnt von vorne. 1, 2, 3, hinstellen. 1, 2, 3, hinstellen. In der nächsten Folge lernen wir die Koordination und das Atmen. Bis dahin, auf Wiedersehen!